Mit dem zweiten Saisonsieg hat der SC Freiburg eine noch bedrohlichere Lage im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga vorerst abgewendet. Mit 2:1, 0:0, gewannen die Breisgauer gegen den FSV Mainz 05 und feierten den ersehnten Dreier nach zuvor 5 Partien ohne Sieg. Torjäger Nils Petersen ließ die Gastgeber am Samstag nach einem schweren Patzer von Danny Latzer in der 51. Minute jubeln. Florian Kahrt legte kurz vor dem Abpfiff nach, 90. plus 1. Die Gäste konnten durch Emil Berggren nur noch verkürzen, 90 plus 2. Für die Mainzer verlängerte sich die Auswärtsmisere auf nun 12 Gastspiele ohne Sieg. Mit 15 Zählern bleibt das Team von Coach Sandro Schwarz vorerst 5 Punkte vor den Abstiegsplätzen. Die Freiburger rückten mit 11 Punkten erst einmal auf den 15. Rang vor. Die Rechnung von Trainer Christian Streich, vor eigenem Publikum die Schwäche auf fremden Plätzen zu kompensieren, ging diesmal auf. Vor 24.000 Zuschauern im Schwarzwaldstadion verdiente sich der SC den Sieg mit einer stärkeren zweiten Halbzeit. Im Vergleich zum schwachen Auftritt beim 1:3 in Wolfsburg vor einer Woche hatte Trainer Christian Streich seine Startelf auf 2 Positionen verändert. Marco Terrazzino und Bartosz Kapustka bekamen diesmal von Beginn an die Bewährungschance. FSV Coach Schwarz hatte auf den Ausfall von Abdou Diallo und die Sperre von Giulio Donati reagiert, indem er Daniel Brosinke auf der rechten und Gerrit Holtmann auf der linken Abwehrseite vertraute. Auch auf Jos Henori Muto und Pablo de Blasis mussten die Rheinhessen verletzungsbedingt verzichten.